Fertig, oder? Fertig. Gratuliere, willst du Hallo sagen? Achso, hallo, liebe YouTube-Gemeinde, wir sind eigentlich fertig. Okay. Servus, liebe YouTube-Gemeinde, schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind wieder hier an diesem geheimen Ort, wo der Herr nicht will, dass wir sagen, dass wir bei ihm hier arbeiten. Es ist ihm nach wie vor unangenehm. Wir sind schon die vierte, fünfte Woche hier, ehrlich. Wir brauchen eben länger für sowas. Hier alles schöne Kästner, wunderschöne Ladner, alles fertig. Wir warten nur noch auf den Sockel. Der Sockel wird in Nierroster gemacht, damit man auch aufwaschen kann, denn diese Spannplatten würden sich auflösen, wenn es nass ist. Hier oben, das Regal ist fertig. Der Erich hat einen Elektroinstallationskurs gemacht, der darf jetzt sogar selber Steckdosen setzen. Und hier, das ist seine erste Steckdosensetzung. Das ist natürlich ein Scherz. Das ist ein Kabelsalat. Auf jeden Fall, wir sind fertig. Arbeitsplatte, hier kommt noch ein Waschbecken hineingeschnitten. Aber ich weiß nicht, ob wir das hineinschneiden, Erich, das Waschbecken, oder? Ach so, ich weiß nicht. Und der Erich ist draufgekommen, draußen sind so Maschinen, die füllen hier Wein ab, oder was machen die genau? Ich glaube, ja. Hier riecht es nach Wein. Ja. Und da draußen ist eine Maschine, da steht überall 0,3%, 0,7%. Und der Erich und ich, wir sind ja nicht so dumm. Wir wissen ja, dass 100% eigentlich das Limit ist. Und der Erich, es lust ihn so stark, er will diese Maschinen optimieren, quasi, dass dieser Weinbaubetrieb quasi das ganze Potenzial nützt. Aber ich habe schon ehrlich gesagt, machen wir das lieber nicht. Das wollen die Menschen nicht. Ich glaube, das ist fürs Video genug, ehrlich. Wir sollten uns verabschieden, oder? Ja. Oder? Oder willst du doch optimieren die Maschinen? Achso, ich fühle mich ja schon richtig fast wie zu Hause hier. Ich denke schon, ich werde ein bisschen was. Ein bisschen was stellen wir bei den Maschinen um. Okay, dann stellen wir die Maschinen um und wir sehen uns wieder nächste Woche. Drückt gefällt mir, falls wir noch auf freiem Fuß sind. Tschüss, Papa. Erich, was machst du? Ich denke, ich optimiere ein bisschen die Maschine hier. Kennst du dich aus? Ja, das kann ja nicht schwerer sein als links und rechts drehen bei meiner Makita, oder? Setz es weg, was machst du? Erich! Erich! Erich!